Die Erde bebt, Davi. Es tut mir gut. Alles bewegt sich. Endlich. Ich bin so glücklich, ich platze gleich. Das bin ich, die Erde, die platzt. Das bin ich. Ja, das stimmt. Warum durchwühlt sie dann meine Sachen? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe mich in die Badewanne gelegt und heißes Wasser aufgedreht und lag da. Bist du auch nicht? Ich liege hier. Was hast du nicht gesagt? Bis ich verschrumple. Ich werde die Luft anhalten, bis du dich meldest. Dass ihre Tochter mit ihr so umgeht, wie sie mit ihrer eigenen Mutter. Wenn du dich reden willst, dann willst du nicht reden. Gut. Den Frauen, die die KZ überlebt haben, hat man vorgeworfen, sie seien Huren gewesen. Lesbien. Dafür war ich nun zu klein. Besser, wenn sie sich deinen ganzen Quatsch nicht anhören muss. Warum tust du mir das an? Soll ich mir einen Davidstern auf den Bauch kleben oder was? Der ist mir sogar lieber gewesen, das Land hinter uns zu lassen. Ich bin stolz und froh, dass man meine Geschichte noch hören will. Das gibt mir Hoffnung für die nachfolgenden Generationen. Hoffnung für die Welt, die nach mir kommt.